Wunderschönen guten Abend bei Mika Caravan. Ihr seid wieder auf unserem Kanal gelandet. Vielen Dank dafür. Und ihr seht schon, heute habe ich schon mal Jacke an. Es ist echt kalt geworden heute. Also, boah, Katastrophe. Aber warum wir heute das Video machen? Ich möchte euch heute den umgebauten Hümer zeigen, was wir da alles gemacht haben, wie wir es gemacht haben, und ich möchte euch vorführen, wie die Cinderella-Verbrennungstoilette funktioniert. Ist ein Riesenthema und wir merken es an den Anspruch oder beziehungsweise an der Nachfrage. Es wird immer größer, die Nachfrage ist echt eine tolle Sache. Und wie das Ganze funktioniert, wie wir es eingebaut haben und so weiter, das zeige ich euch jetzt. So, hier steht das gute Stück. Und jetzt zeige ich euch als allererstes einmal das Dach, weil da haben wir ja auch eine große Solaranlage verbaut. Also, ihr merkt schon, es ist dunkel. So, jetzt schauen wir mal hier aufs Dach. Wir haben hier eine Platte verbaut. Also, wir haben so richtig Gas gegeben, was da drauf passt. Wir haben hier zweimal 125 hier und hier WP Solaranlage verbaut. Und hier haben wir nochmal eine schöne schmale reingebaut. Also, dass das richtig schön passt, ein bisschen nach innen gesetzt, welche der Antenne, damit das alles sauber ausschaut. Darum konnte man hier nur eine schmale hinbauen. Und hier oben haben wir dann auch noch die Klimaanlage verbaut, die ihr da seht. Also, es ist schon alles recht eng, aber hat alles super gut hier drauf gepasst. Also, richtig mega. Hier haben wir den kleinen Schornstein von der Cinderella Verbrennungstoilette. Der kommt hier durch. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal innen an. Die Solaranlage arbeitet auch schon fleißig. Upsa, mal runter. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Und da gehen wir jetzt mal ins kuschelige, warme Innere des Fahrzeuges. Ja, schön angenehm, weil ich habe es ein bisschen eingeheizt, weil es ist echt fürchterlich. Also hier haben wir zum einen ein wunderschönes Auto auf Mercedes-Basis, einen Hümer. Also auch der Grundriss ist echt eine tolle Geschichte. Und wo fange ich jetzt am besten an? Was haben wir alles verbaut? Fangen wir mal hier hinten an. Hier haben wir die Klimaanlage verbaut. Eigentlich hätte es mir auch gut hier vorne gefallen, aber da ist das Problem, hier hätte es alles nicht reingepasst mit dem ganzen Verkleidung und Blech, der ganze Ding war zu breit, zu groß, das hat alles nicht hingehaut. Darum mussten wir es da hinten hinbauen. Aber sie bläst auch schön vor, das Fahrzeug ist nicht so riesig, das funktioniert eigentlich tadellos. Bitte nicht wundern, die Betten haben wir noch nicht gemacht, aber das wird auch morgen noch im Finish, weil morgen wird das Fahrzeug geholt. Morgen früh kriegt es noch ein Finish vom Saubermachen. Jo, was haben wir noch? Wir fangen jetzt einmal an, am besten mit der Technik. Und, nee, andersrum, wir fangen mit der Cinderella an. Dann öffne ich mal die Tür und wir gehen mal in den Badezimmerbereich. So, und hier haben wir jetzt die Cinderella. So schaut die aus. Also richtig geil. Gefällt mir richtig gut, ist richtig schön geworden. Also wenn ihr euch erinnert, die andere Toilette war ja hier raus und drehbar. Und hier musste man natürlich wirklich alles umbauen. Das heißt, wir mussten einmal den kompletten Schrank hier ändern in der Breite, weil der ging natürlich komplett hier rüber. Hier haben wir aber den Abzugskamin nach oben versteckt, weil der muss relativ geradläufig nach oben gehen. Dann haben wir hier eine komplett neue Blende gebaut. Das war ja alles nicht. Also das heißt, wir haben einen kompletten Möbelbau gemacht. Wir haben die Blende hier gebaut. Wir haben hier dementsprechend ein Sims gebaut, das alles hier sauber angepasst, damit es alles sauber ausschaut. Hier mussten wir zumachen, Blende für neues Brett, also neue Verkleidung konnte man nicht reinmachen. Darum haben wir hier eine weiße Verkleidung reingemacht, damit sich das widerspiegelt. Und ja, hier haben wir jetzt die Cinderella. Wie ist die Funktion der Cinderella? Das können wir jetzt auch gleich mal testen. Aber dazu mache ich jetzt erst einmal schnell die Heizung aus, damit man auch wirklich, und das ist eigentlich das Wichtigste, die Geräuschkulisse hören von dem Ganzen. So, dazu brauchen wir jetzt hier einmal diese Filtertüte.
Wie kommt die rein? Machen wir mal auf. So, die wird jetzt einfach genau hier so reingelegt. Rux. Seht ihr, hapsala, seht ihr das? Genau. Ah Gott, jetzt mag er nicht. So, genau. Hier kommt es so rein. Perfekt. No? Also kann er nochmal die Brille hochheben. Aber da ist dann wichtig, dass die drin ist. Warum kommt die da rein? Die wird natürlich reingemacht, damit eben die ganzen Hinterlassenschaften nicht an dem Metall hängen bleiben, sondern eben einfach da reingehen und dann dementsprechend schön mit runterfallen, ohne dass an dem Edelstahl, wo da was drin ist, was dran hängen bleibt. Jetzt simulieren wir einfach mal, dass wir pinkeln gehen, sage ich jetzt einfach mal, ein kleines Geschäft machen. Ich habe hier einfach ein bisschen Wasser mitgebracht und das schütten wir jetzt einfach mal hier rein. So, haben viel getrunken und jetzt haben wir das Wasser da drin. Und das nächste, was wir tun müssen, ist jetzt einfach hier schließen und hier oben auf den Auslöser drücken. Zack. Bumm. Jetzt ist das Ganze nach unten gefallen. Und gleich hören wir, wie es startet. Wupp. Genau. Jetzt hat das Feuer gestartet. Wir hören jetzt, wie es brennt. Und jetzt bin ich mal ganz kurz leise, weil ich habe immer wieder die Anfragen, oder beziehungsweise ich nehme jetzt mal das Mikrofon extra weg. Ich habe immer wieder die Anfragen, Mensch, wie laut ist denn eigentlich die Cinderella? Und das können wir jetzt gleich anhören, weil das ist genau die Lautstärke, wenn wir direkt daneben sind. Also ich finde, es ist echt vertretbar. Und hier oben leuchtet dann das gelbe Licht, das heißt, der Verbrennungsvorgang ist gestartet. Wenn man jetzt zwischendrin wieder auf die Toilette muss, ist das überhaupt kein Problem. Wir heben einfach hier wieder an, das heißt, hier leuchtet das rote Licht, Verbrennung hat unterbrochen und das gelbe Licht ist aus. Jetzt kann man wieder eine Tüte reintun, der nächste kann sein Geschäftle reinmachen, macht die ganze Geschichte wieder zu. Drückt wieder auf den Spülknopf, zack, geht wieder runter, schließt wieder und der Verbrennungsvorgang startet gleich wieder. Wir hören jetzt dann gleich wieder, wie es zündet und dann geht es wieder von vorne los. Dauert immer ein bisschen, weil er natürlich erst misst. Voilà. So, und wenn wir jetzt hier hinten im Bett liegen, hören wir eigentlich, dass wir gar nicht so viel hören. Also natürlich hat die Cinderella so ein leichtes Rauschen, aber ich finde, dass es wirklich geht. Also es ist jetzt kein störendes Geräusch, finde ich, nachts. Also selbst wenn man nachts mal raus muss, hört ihr? Es hält sich wirklich in Grenzen. Also ich finde, es ist weitaus nicht dramatisch und klar, wenn man jetzt hier drin ist, da hört man natürlich noch den Lüfter dazu. Da kommt es schon ein bisschen Ärger zum Tragen. Cinderella, warum Cinderella? Warum Verbrennungstoilette? Vorteil, Nachteil? Da gibt es natürlich ganz viele Einstellungen. Im Prinzip gibt es ja die drei Klassiker. Verbrennungstoilette, Trockentrenntoilette und eben die Kassettentoilette. Ich persönlich mag die Verbrennungstoilette sehr leiden. Warum? Weil es einfach eine wirklich saubere Sache ist. Ich tue mein Tütchen da rein, drücke aufs Knöpfchen, das Zeug wird verbrennt und da unten kommt eigentlich nichts weiter raus wie eine Handvoll Asche. 2 Wochen lang kann ich das Ding nutzen mit 2 erwachsenen Personen, ohne dass ich irgendwas tun muss. Ich kann einfach nur wundersam mein Geschäft verrichten und nach den 14 Tagen mache ich da unten den Aschbehälter leer und tut den raus. Ich unterbreche jetzt einfach einmal die Verbrennung und zeige euch einmal ganz grob, wie das hier ausschaut. Ich stelle euch mal hierher. Das heißt, selbst während ein laufendes Betrieb ist, klappe ich das einfach nach oben
Und das ist der Aschbehälter. Den nehmen wir jetzt nicht raus, sondern da klipst man einfach hier auf und dann zieht man den raus. Und schon ist das ganze Thema sauber und kann dementsprechend alles gereinigt werden. Und danach macht man die ganze Schose einfach hier wieder zu. Voilà, zack. Und dann startet auch schon wieder jetzt in dem Fall der Verbrennungsvorgang. Und dann ist das Ding aber auch erledigt und so schnell leert man eigentlich die Asche aus. Ich wollte euch das hier mal zeigen. Ich finde, der Umbau ist auch richtig gut gelungen. Schaut richtig heiß aus. Man sieht gar nicht, dass wir hier eigentlich wirklich dran waren. Also richtig toll. Finde ich richtig klasse. Und ja, das haben wir hier verbaut. Und jetzt nehme ich euch noch mit zu der nächsten Technik. Und dafür öffne ich jetzt mal den Boden. So, jetzt sehen wir hier unseren Einbau. Was haben wir hier alles Hübsches verbaut? Zum einen einen Wechselrichter, eine Kombi. Zum zweiten eine Lithiumbatterie. Zum dritten hier einen elektrischen Hauptschalter. Ist eine ganz tolle Sache. Zeige ich euch gleich mehr dazu. Die Kombi hier unten, hier hinten ist noch der EBL. Das heißt, der EBL-Block ist hier auf dieser Seite. Da ist nämlich die ganze Elektrik verbaut in dem Fach. Also wir haben hier nur ein bisschen mehr noch dazu ausgerüstet. Man sieht schon, da kommt richtig was zusammen. Da haben wir auch richtig gut malocht. Plusverteiler, Masseverteiler, Lithiumbatterie. Hier war alles ein bisschen anders. Das haben wir alles umgestaltet, sauber unsere Kabel verlegt, damit es sauber ordentlich ist. Und dann gehen wir noch ein Fach weiter. So schaut es dann hier aus. Hier haben wir unsere zwei Solarregler verbaut, weil wir ja zwei verschiedene Platten drin haben. Und hier hinten haben wir noch unseren Ladebooster verbaut. Auch der kam in das Fahrzeug. Also wir sehen schon, hier haben wir richtig elektrisch auch was Heftiges gemacht. Und dann kam vorne noch dazu für Mercedes von der Firma Titronic eine komplette Alarmanlage. Auch die haben wir verbaut. Das sehen wir hier an den ganzen, gehen wir mal hier an die Fenster, an die ganzen Magnete hier. Türen, Fenster, alles gesichert, sodass hier wirklich nichts passieren kann. Also richtig tolle Geschichte. Finde ich richtig klasse. Aber das Fach finde ich sehr gelungen, also ist richtig schön geworden. Schaut richtig klasse aus. 200 Amperestunden haben wir hier verbaut. Und zu dem Hauptschalter wollte ich euch noch zeigen. Wir haben nämlich dann hier oben wieder unser Display verbaut. Klar, sehen wir hier. Und hier haben wir den Hauptschalter verbaut. Das heißt, wenn er das Fahrzeug stromlos machen will, drückt er einfach hier drauf. Und dann geht hier alles aus. Und dann ist Sense. Und das finde ich richtig klasse. Zack. Alles aus. Und das ist eine tolle Sache. Schalten wir wieder ein. Weil somit habe ich einen Handgriff. Ich muss keinen Deckel hochheben. Ich muss nirgends reinbuckeln. Das ist eine richtig tolle Sache. Also das gefällt mir richtig gut. Natürlich muss man dann die Uhren und alles neu stellen, ist ganz klar. Aber das tut ja nichts zur Sache, das kann man ja tun. Natürlich muss man die Lichter wieder anmachen, sprich hier das Hauptdisplay wieder einschalten. Und dann gehen auch wieder alle Lichter, ganz klar. Und den haben wir eben hier verbaut. Wir sind auch immer ein Freund davon, dass man entsprechende Instrumente auch hier sauber zu den anderen Instrumenten verbaut. Und wenn man schon einen Wechselrichter einbaut, dann sollte man den nicht hier unten irgendwo das Instrument reinbauen oder hier, bloß weil der Weg kurz ist oder weil es da einfach ist, sondern wir sprechen hier von wertvollen, tollen Fahrzeugen und da muss das schon alles standesgemäß und ordentlich sein. Ja, das haben wir hier gemacht. Also ihr seht schon, für uns war das schon ein kleiner Mega-Umbau. Rucks, machen wir die Deckel wieder zu. Voilà. Dann haben wir hier noch einen schönen Fernsehhalter hingebaut, damit der Kunde auch Fernseh gucken kann. Der war noch nicht dran.
ja, und nur ein paar Kleinigkeiten. Und ja, war schon eine Menge, was wir hier gemacht haben. Und am stolzesten bzw. am schönsten finde ich wirklich den Umbau von unserer Cinderella hier, die wir jetzt einmal gar zu Ende brennen lassen, damit es wirklich schön sauber alles ist. So, ja, jetzt kommt dann morgen noch die Endreinigung in der Früh und dann sind wir fertig mit dem Auto und freuen uns das, wenn wir das dem Kunden dann auch wieder übergeben können. Da sind wir schon ganz gespannt drauf und hoffen natürlich, dass es auch dem Kunden entsprechend gefällt. Ja, in dem Sinn gehen wir jetzt wieder raus in unsere Werkstatt und da sehen wir uns gleich. So, jetzt sind wir wieder hier und ihr seht, unsere Werkstatt ist auch voll. Hier haben wir einen wunderschönen zweiten voll integrierten Hümer stehen. Was haben wir hier heute gemacht? Der hat nur eine Solaranlage gekriegt, ein Hochvoltmodul vom WCS und einen Ladebooster. Und morgen bauen wir noch an der Antenne was Schönes, damit er auch wieder einen tollen Empfang hat. Ja, was haben wir noch hier? Hier haben wir noch einen guten, wunderschönen, nagelneuen Eura stehen. Auch als voll integriertes Fahrzeug. Und ihr seht schon, da können wir gerne mal einen Blick reinwerfen, was wir hier wieder alles ausgebaut haben. Warum? Bitte nicht wundern, hier sind wir noch am Arbeiten. Auch er kriegt Wechselrichter, Ladebooster und ich muss jetzt schauen, ich weiß es auswendig gar nicht, Ladebooster kommt glaube ich gar nicht rein. Aber hier 300 Amperestunden Lithium-Batterien, einen schönen Tower, da machen wir 3x100 rein, weil es platztechnisch nicht anders geht. Das verbauen wir hier. Das Fahrzeug hat hier eine alte Heizung. Ist jetzt ein bisschen dunkel, weil wir haben momentan keinen Strom da drin. Weil wir natürlich hinten auch schon die Verteilung komplett auseinander gemacht haben. Für die Netzvorrangschaltung. Und die Ausschlüsselung von den Komponenten, die haben wir nämlich hier. Und wir müssen natürlich die ganzen Netzumschaltungen bzw. Die alte Heizung sowie aber auch die Kühlschrank ausschleifen, Ladegerät und so weiter, muss alles ausgeschliffen werden. Das haben wir schon gemacht. Ja, damit wir da eben einfach sauber hantieren können und ein FI haben wir schon eingesetzt für den Wechselrichter, dass das schon alles fit ist. Und ja, da bauen wir morgen weiter. Also ihr seht, alle Hände voll zu tun. Tolle Sache. Und ihr seht, nagelneues Auto, also echt, echt tolle Sache. Und was das Auto alles kriegt, hier haben wir die Akkus stehen gehabt, das sind die Verpackungen von den Akkus. Und hier haben wir noch stehen eben Ladebooster, Solarregler wird ausgetauscht, Titronic, Alarmanlage und da unten haben wir noch den Wechselrichter. Das wird alles morgen verbaut. Und ja, da haben wir gut zu tun. Ihr seht, war wieder einiges los oder ist einiges los. Die Woche ist auch echt hart gestrickt. Der Hümer ist fertig, der Eura muss fertig werden, der andere Hümer. Morgen kriegen wir noch einen Tageskunden, weil bei dem Tournee, wo wir letztens ausgeliefert haben, müssen wir einen Akku tauschen, weil defekt. Da haben wir zwei Lithium-Akkus verbaut von der Firma Liontron, bloß da müssen wir einen austauschen. Der kommt morgen noch einmal und den müssen wir auch noch machen. Und ja, da haben wir alle Hände voll zu tun, da freuen wir uns auch drauf. Das ist immer eine tolle Herausforderung und da sind wir auch, die nehmen wir auch wirklich dankend an. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eure Meinung über die Cinderella-Toilette wird mich natürlich auch brennend interessieren. Findet ihr, dass sie laut ist? Findet ihr, dass der Nutzen gerechtfertigt ist zu dem Preis? Ist natürlich nicht ganz günstig. 14 Tage kann man die ohne Probleme nutzen, aber man muss natürlich dran denken, ja, sie braucht auch einiges an Gas, das darf man nicht verheimlichen. Aber wiederum sage ich, Gas kann ich irgendwo noch anderweitig kompensieren, Gastankflaschen oder Unterflurtank wäre auch noch eine Möglichkeit, weil die Cinderella funktioniert auch mit LPG-Gas, auch ein Riesenthema.
Dann bin ich noch eine Ecke mehr in die Autarkie gehend. Aber natürlich, übers Geld muss man da nicht reden, weil die kostet schon richtig Geld. Ob das der Toilettengang dann wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich für mich würde sagen, mir, wenn es in mein Fahrzeug reinpassen würde, weil leider passt die nicht in jedes Fahrzeug, mir wäre es das Geld wert, weil ich sagen muss, der Toilettengang ist doch ein wichtiger, alltäglicher, mehrmals anzuwendender Bereich. Und auf eine saubere Toilette, ohne dass ich das Zeug wegfahren muss, also ich mag das schon gern haben. Und da kann man auch Feuchttücher reinschmeißen und so weiter, weil halt alles letztlich wegbrennt und nichts mehr übrig bleibt, außer eine Handvoll Asche. Tolle Sache. Eure Meinung wird mich interessieren und hinterlasst mir also gern einen Kommentar dazu. Und auf alle Fälle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt mal alle gesund und Caravan Salon steht vor den Türen. Da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Und nicht vergessen, wenn ihr da auch von Caravan Salon immer wieder mehr sehen wollt, fleißig den Kanal abonnieren. Wir sind live für euch dabei. Ich habe schon ganz viele Themen aufgesammelt. Vielen Dank dafür von euch. Anfragen, wo ich hingehen kann, was ich für euch eruieren kann, was ich euch wiederbringen kann, filmen kann. Für die Anregungen wirklich toll. Super, danke. Und ich freue mich da auch schon riesig drauf. Und ja, bis dahin, bleibt's gut. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Über ein Like freue ich mich natürlich genauso wie über ein Abo. Und ja, bis bald. Alles Gute. Macht's es gut. Ciao.